Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Startschuss einer neuen Videoserie und zwar wird es in Zukunft viel um Energy gehen. RWE Smart Home, was wir uns alles angucken werden, das wollen wir uns gleich einmal anschauen. Wie immer an dieser Stelle von mir die Bitte an euch, wenn ihr mich hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, würde mich unheimlich freuen. Damit unterstützt ihr mich und ihr kriegt mehrfach die Woche alle News aus der Technik- und Smart Home Welt von mir für euch als Video hier auf YouTube geliefert. Jetzt geht's los, Energy RWE Smart Home, endlich ist es möglich, dass ich euch hier so eine Reihe präsentieren kann. Die Reihe wird in Kooperation zusammen mit Conrad Connect präsentiert. Heißt, Conrad ist mit im Boot. Vielen, vielen Dank nochmal an Conrad, dass ihr das möglich gemacht habt. Vor allen Dingen hier haben wir sehr, sehr viele Produkte, die in dieser Energy-Reihe drin sind. Deswegen super klasse, was ich alles zugeschickt bekommen habe, um was es in den ersten Videos gehen wird. Das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ihr seht, es ist ein Riesenpaket, was mir hier zur Verfügung gestellt worden ist. Da ist wirklich alles mit drin, was man sozusagen für den Start braucht und womit man schon sehr, sehr viel auch dann natürlich über Conrad Connect im Anschluss vernetzen kann. Ihr habt es euch immer gewünscht, dass so eine Videoreihe rauskommt. Deswegen habe ich mich bemüht, dass man dementsprechend auch direkt zu Beginn Produkte schon mal bekommt, die jetzt dementsprechend auch sowohl für die Conrad Connect Interessierten als auch für die reinen in Energy Interessierten wirklich hier auch von Bedeutung sind. Es gibt zunächst einmal, was mir hier geliefert worden ist, die Tür- und Fenstersensoren von Energy. Die haben natürlich besonders im Innenleben bzw. in den Räumen selber eine besondere Funktion. Man kann sie natürlich durch verschiedene Formeln über Conrad Connect vernetzen, kann intelligente Programmierungen damit anstellen. All das werden wir uns gesondert dann in verschiedenen Videos einmal angucken. Aber auch so sind sie unheimlich sinnvoll, gerade wenn es um Energieeffizienz, Heizkostenersparnis und so weiter geht, kann man hier wirklich ganz, ganz tolle Dinge mitmachen. Das ist das erste Produkt, um das es auch in dieser Reihe gehen soll. Wie das Ganze dann exakt funktioniert, man sieht, es ist wirklich auch viel mitgeliefert worden, das wollen wir uns dann in den gesonderten Videos einmal angucken. Dann wurde mir etwas geschickt, worauf ich mich sehr gefreut habe, nämlich der Smart Home Zwischenstecker von Energy. Ihr wisst ja, ich persönlich habe ja schon einige Smart Home Steckdosen für euch reviewed. In dem Punkt bin ich bei der TP-Link aktuell absolut zufrieden. Jetzt bin ich echt gespannt, wie hier die Energy Smart Home Zwischensteckdose abschneidet, wie sie vor allen Dingen im Vergleich ist und was man mit dieser Steckdose alles anstellen kann, ebenfalls dann natürlich über Conrad Connect, diese ganzen Vernetzungen, was alles möglich ist und so weiter. Das wollen wir uns dann auch in gesonderten Videos in dieser Reihe einmal genau anschauen und dementsprechend dann natürlich auch viele Formeln miteinander erstellen, dann verschiedene Szenarien auch entwickeln, wie man das Ganze dann in das komplette Smart Home System auch einbinden kann. Ebenfalls wurde mir natürlich das Herzstück zugeschickt, das ist die Smart Home Zentrale von Energy. Hier ist wirklich alles mit drin, beziehungsweise das ist der generelle allgemeine Hub. Der ist notwendig, wenn ihr euch ein Energy-System zulegen wollt, für alle, die das noch nicht getan haben. Ihr braucht diesen Hub, um diese verschiedenen Geräte, zwei habe ich euch ja gerade schon gezeigt, einbinden zu können und dann kann es im Prinzip losgehen. Man kann den Hub mit anderen Hubs vergleichen, allerdings was diesen Hub hier wirklich auszeichnet, wie man ihn einrichtet, was ihn besonders macht und so weiter, all das gibt es natürlich in einzelnen Videos, wo ich dann gerne auch Fragen von euch beantworte. Deshalb, wie immer, ihr kennt das von mir, stellt Fragen zu den Produkten, wenn ihr Wünsche habt, was ich alles testen soll mit den verschiedenen Energy-Produkten, jetzt erstmal natürlich besonders mit den ersten, die mir hier gestellt worden sind, dann lasst es mich wissen. Ich werde alles für euch wie immer gerne in den nächsten Videos behandeln und freue mich auf die nächsten Videos, freue mich auf diese gesamte Videoreihe, freue mich auf eure Anregungen und ja, wie gesagt, auch bei Fragen generell, auch bei Anregungen für alternative Videos, für ganz andere Videothemen einfach in die Kommentare schreiben. Ihr kennt das von mir. Ich beantworte eure Fragen oder bringe dann direkt als Antwort auch ein Video raus. Dementsprechend soll es das gewesen sein. Vom Intro sozusagen für die Energy-Reihe. Das kommt auf uns zu in nächster Zeit. Ich hoffe, ihr freut euch drüber und ja, wenn es euch gefällt, beziehungsweise wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich hier auf YouTube. Wie gesagt, damit unterstützt ihr mich. Ihr bekommt mehrfach die Woche alle News aus der Technik- und Smart-Home-Branche von mir geliefert.
liefert, dann natürlich dementsprechend bald auch viele, viele Tutorials und Einrichtungsvideos generell zum Energy Smart Home System. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik und freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.